So, meine Lieben, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sommer in Mara bei einer neuen Folge, und zwar ist das die 9. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel genauso, wie es mir gefällt. Ich habe ja, bevor wir mit der Folge 8 aufgehört haben, habe ich euch ja Bescheid gegeben, dass ich ganz gerne nochmal ein bisschen auf die Insel gehen wollte und dementsprechend das eine oder andere abgrasen und farmen wollte. Währenddessen sind auch unsere hier unsere Kirschbäume gewachsen. Das ist wunderbar. Ansonsten habe ich fleißig Orangen gesammelt. Auch Kirschen wurden schon gesammelt. Äpfel habe ich für die Hundis mitgebracht und so weiter und so fort. Das bedeutet, ich will jetzt nochmal eine Runde schlafen gehen. An den nächsten Tagen werde ich diese Karotten gerade nochmal ernten, damit ich dann den nächsten Gang in der Stadt noch mal ein bisschen vorbereiten kann. Das bedeutet, ich würde gerne noch Fruchtsäfte machen. Das Problem daran liegt einfach, dass wir Karotten fehlen. Deswegen habe ich alle Felder abgeerntet, mit Karotten versehen, so gut ich konnte. Und da ich den Zaun hier weggemacht habe, kann ich natürlich mich viel besser laufen. Und dementsprechend habe ich dann auch nicht mehr so viele Probleme mit zum Beispiel so Sachen wie, ja, mit dem Wasser. Von daher muss ich jetzt auch aktuell nicht langsam laufen oder so kann, sondern ganz normal schnell laufen. Und ja, das ist super. So, unsere Kuh hat ein bisschen Hunger. Das ist soweit auch schon okay. Ich habe auch mal ein bisschen an meinen Stimmeinstellungen ein bisschen geändert. Ich hoffe, das ist soweit auch ganz in Ordnung. Muss halt nur gucken. Ja, das passt vom Mikrofon her wunderbar. So, ich will heute auch mal wieder ein bisschen weiterspielen und will später dann einfach mal gucken, wie es läuft. So, die Karotten habe ich. Jo, wunderbar. Dann können wir doch eigentlich noch ein paar Salat, ein bisschen Salat anpflanzen. Dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Ansonsten bin ich auch soweit und habe die, die Aufgaben, die wir da so auferlegt haben, schon ein bisschen vorbereitet. Das ist schon mal wunderbar. Und dann können wir wieder in der Stadt in Quelis ein paar Menschen glücklich machen. Jo, ich bin gerade so ein bisschen am Hüsteln. Das liegt einfach nur daran, dass ich, wie gesagt, vor meinem Fenster ganz viele Pollen halt rumfliegen und ich die nicht komplett vertrage. Von daher, wenn ich mal ein bisschen mache oder so, oder ein bisschen schnupfe, dann hoffe ich, könnt ihr mir das verzeihen. Wunderbar, das ist doch schon mal super. Mit dem Dünger werden unsere Pflanzen wesentlich besser. Jo, gut, dann kann ich auch schon mal ein paar Äpfelchen einsammeln für unsere Hundis. In der Stadt laufen ja Hunde rum. Denen wollen wir natürlich was zu essen geben. Wir haben ja Hunde lieb. Von daher passt das. Gut, die Chor kriegt... Achso, ich wollte ja noch ein bisschen Fruchtsaft herstellen. Ich glaube, den Fruchtsaft nehme ich auch, um meine Energie voll zu frischen. Ja, 10-mal Orangensaft, das ist super. Gegrillter Fisch, und von dem nehme ich auch noch ein paar mit. Das ist doch wunderbar. So, ich würde sagen, wir haben jetzt genug. Erstmal. So, was man kann. Ah, Milch. Wo habe ich denn Milch her? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, woher ich die Milch habe. Aber das ist okay. So, da kann ich mir noch ein paar Würmchen einsammeln. Das ist wunderbar. Für späteres Angeln. Wenn ich mal wieder was vorbereiten muss. Das ist soweit dann auch okay. Ah, jetzt habe ich vergessen zu springen. So, Koa, dann wollen wir mal nach Quelis fahren. In die Stadt. Die Musik ist einfach toll. Die ist einfach wunderbar. Und ich freue mich, dass ich das Spiel für euch spielen darf. Und ich hoffe,
Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt wie ich. So. Heute ist ein relativ warmer Tag draußen. Von daher möchte ich gar nicht mal so viel aufnehmen, sondern eigentlich eher ein bisschen die Sonne genießen. Aber draußen ist auch nicht so viel zu machen aktuell. Von daher hält sich das alles so ein bisschen in Grenzen. Wunderbar. So. Ach so, beim letzten Mal habe ich ja... Beim letzten Mal habe ich hier angefangen und habe mir einen Mülleimer gekauft. Den würde ich gerne auf unserer Insel anbauen. So, zeige dich bei Edigan erkenntlich, indem du ihm ein Tintenfass bringst. Okay, bringe Taka Sonnenblumen. Für Öl, genau. So, die Krabben haben wir ja schon alle. Übrigens, für die Leute, die Dayland gespielt haben. Hier ist die Moon, die liegt am Strand und macht Urlaub. Das bedeutet, das Spiel Sommer in Mara spielt auch. Moon, entschuldige, könntest du mir eben helfen? Deine Haare sind wirklich toll. Oh, vielen Dank. Ich habe darüber nachgedacht, mir ein paar Strähnchen färben zu lassen. Ich bin Moon, von den Space Rangern. Ich bin gerade auf Urlaubsreise, aber ich befürchte, ich habe meinen Reiserucksack verloren. Keine Sorge, ich werde ihn für dich finden. Ich glaube, das Katzenkind hat ihn gestohlen. Es sind keine wichtigen Dinge im Rucksack, nur meine Kleidung. Aber ich würde ihn trotzdem gerne wieder haben. Natürlich, werde sie sofort danach fragen. Frage Mario nach Moons Rucksack. Wunderbar. Dann haben wir doch auch schon die Moon kennengelernt. Das ist super. So, hier kann ich handeln. Willst du irgendwas von mir haben? Ich habe hier eine Pilzsuppe. Die kannst du gerne haben. Die habe ich ja dafür gemacht. Herr Taka, ich habe die Sonnenblumen. Sehr gut. Ich danke dir sehr. Jetzt kann ich Pflanzenöl pressen. Hier hast du das Rezept, damit du es selbst herstellen kannst. Wann immer du willst. Und lässt mich hoffentlich in Ruhe. Redest du auch so mit den Rest? Redest du auch so mit den mit dem Rest deiner Kundschaft? Das übernimmt Bram. Ich bin der Küchenchef und Meisterkoch. Der Beste in Mara. Stimmt das auch? Ja, er ist sehr gut. Und du bist auch der beste Kellner in ganz Mara? Nein. Ich werde bald auch ein Chefkoch sein. Toll, so wie dein Onkel. Er muss noch viel üben. Und du solltest dir deine Ideen aus dem Kopf schlagen. Welche Ideen? Komm zurück, wann immer du willst, und ich zeige dir meine Gerichte. Das wäre fantastisch. Super. So, bringe das Pflanzenöl zu Saimi, damit sie die Karte von Mara fertigstellen kann. Okay. Wir könnten natürlich jetzt zurück zur Insel fahren. Aber ich habe mir einfach mal ein Öl jetzt von Dingsbum, von Sprich mit Bram für den nächsten Auftrag. Aber warum eigentlich nicht? Taka? Ach, lass mich bitte in Ruhe. Was ist denn los? Ich brauche ein paar frische Zutaten für meine Bar. Also habe ich beschlossen, sie selber anzubauen. Was soll ich nur zuerst anpflanzen? Warum pflanzt du nicht zuerst Paprika? Ich kann dir ein paar Samen besorgen. Das ist eine großartige Idee. Warum müssen wir dem jetzt Saatgut besorgen? Ich fände es viel lieber, wenn die Koa für ihn das Zeug anpflanzt, so dass da eine kleine Handelsbeziehung entsteht. Aber na gut, dann muss ich zu den Marktfrauen gehen. Mayo, hast du den Rucksack von dem Mädchen am Strand gestohlen? Ich? Ich würde so etwas niemals tun. Bist du sicher? Nun, jetzt wo du fragst. Ich habe tatsächlich einen Rucksack gefunden. Er lag einfach so herum. Ich habe ihn vergraben. Das war irgendwo in der Nähe des Anwesens. Aber du wirst eine Schaufel brauchen. Du hast ein neues Rezept für ein Werkzeug. Und ich muss Moons Rucksack finden. Na super. Benutze die Schaufel in der Nähe des Anwesens. Alles klar. Habe ich schon eine Schaufel? Nein, ich muss erst... Ach... Mayo, du machst nur Ärger. Ich bin so nervös. Warum? Die Menschen hier in Mara mögen meine ankorische Küche nicht. Aber ich denke, wenn ich mich wirklich anstrenge, kann ich ein besserer Koch werden. Ich könnte jedoch etwas Hilfe brauchen. Ich kann dir helfen. Bist du sicher? Zuerst brauche ich etwas frisches Gemüse. Kein Problem. Ich bringe dir alles, was du brauchst. Oh, super. Gut. Oh, das ist lieb. Moon, das machst du toll. Wir brauchen...
Ich würde sagen, wir haben jetzt ganz, ganz viele Aufgaben bekommen, die wir heute natürlich auch noch machen möchten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, alles klar. Ich kann nur mit euch handeln. Ah, nimmst du einen Fajita? Nee, den Fajita behalte ich. So, was willst du denn? Den Schwimmer, den haben wir so bekommen. Den behalte ich auch mal. Kind, kauf etwas so, dann mach dich vom Acker. Okay, stimmt, da war ja was. Nee. Du verkaufst Essen, ne? Genau. 2, 3, 4, 5. Oh, komm. Wenn ich schon dabei bin, kann ich auch alles holen. So. Wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kann ich mich beim nächsten Mal auch wieder anfangen und Sachen einernten. Natürlich muss ich auch wieder Sachen verkaufen. Ich denke mal, wenn ich 10 von allem behalte, ist das in Ordnung. Das bedeutet, die kriegt 6 Kartoffeln, 11 Sonnenblumen, 12 Kürbisse. Oh, Paprika kann sie ganz viel haben. Ich denke mal 15, aber 15 sollten auch ausreichen. Äpfel nicht. Warum habe ich denn so viele Zwiebeln? Okay. Das habe ich gar nicht habe ich gar nicht gemerkt, upsie, dass ich so viele Zwiebeln habe. Na gut. Ich würde sagen, dann kann ich ruhig hier 70, 75 verkaufen. Dann habe ich so 20, ja, so 5. Ich denke mal, wenn ich 15 selbst für mich behalte, dann sollte das alles kein Problem sein. So, 10 Sonnenblumen. Ja, Paprika behalte ich mal 15. Zwiebeln, habe ich ja gesagt, behalte ich auch 15. Genauso wie Salat. Die Karotten kriegt die Dame jetzt nicht. Weil die habe ich mir mühsam angepflanzt. Von denen, die erstens kann ich die selber essen. Und zweitens mache ich daraus gerne Fruchtsaft. Obwohl ich so das Gefühl habe, dass die das gar nicht so wollen. Vielleicht kann ich das an jemand anders verkaufen. Handeln. Ja. Rohkupfer, Metall, das sind alles gute Sachen. Die Frage ist halt nur, wie gut sind die, dass ich die verkaufen kann. Die gibt mir aber ein bisschen mehr für eine Rübe als für einen Metallbarren. Nee, komm, das muss ich abbrechen. Das macht nämlich keinen Sinn. So, ich will mal gucken, ob ich mit dir handeln kann. Was würdest du mir denn abkaufen? Baumwolle. Ah, die wollen alle nicht das Passende haben. Es ist jetzt auch schon dunkel. Also es wird dunkel. Ich würde sagen, ich gehe nochmal runter. Spreche nochmal mit den Leuten und so ein Kram. Und dann kann ich nochmal eine Runde im Boot schlafen, weil richtig viel Energie haben wir ja jetzt nicht verloren. Hier hast du nochmal zu essen. Braver Hund. Braver Hundi. Stehst du gerade auf dem Hund? Koa, du bist echt unverbesserlich. Na gut, kleiner Chaotenkopf, der unsere Koa. Aber das ist okay, das darf sie. Die ist auch ganz lieb. Hallo. Hi, Caleb. So. Ja, du gibst uns für Metall ganz viel. Das ist schön. Das ist gut. Ich würde sagen, von dem Metall behalte ich mal... Ja, ich denke mal 30. Von dem würde ich gerne ein bisschen mehr behalten. Pinienkerne sind nicht so wichtig. Die kriegen wir ja ohne Ende, da wir ja auch genug angepflanzt haben. Ich denke mal, dort reicht es, wenn ich 10 oder 5 behalte. Also 10 oder 5 für mich behalte. Und... das sollte dann auch ganz gut sein. Ja, 10 Stück reichen aus. Super. Wunderbar. Wir müssen einfach den richtigen Händler für alles finden. Dann passt das auch. So, eintreten. Im Boot schlafen. So. Das kann aber nett sein. Ich habe jetzt Energie verloren, weil ich im Boot geschlafen habe. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung.
Das ist, da muss ich den Entwickler nochmal anschreiben. Das fände ich nicht so super. We lose energy because we sleep in our boat. Is that okay? Ist das normal? Or is this maybe a mistake? Wunderbar. Gut. Pflanzen, hör zu. Saimi, das haben wir schon. Sprich mit Bram für den nächsten Auftrag. Ja, die Frage ist, wo finde ich Bram jetzt? Ich will jetzt erstmal zu Saimi. Und ich will nochmal zu dem Aristokraten. In der Villa. Vielleicht hat er noch einen Auftrag für mich. Oder... Mache weiter mit den Aufgaben von Koa, okay. Benutze die Schaufel, okay. Mache weiter mit den Aufträgen von Koa. Bringe nur einen Barren Silber. Mache weiter mit den Aufträgen von Koa. Mache weiter mit den Aufträgen von Lizio. Besorge ein paar Paprikasamen für Taka. Okay. Weißt du was? Wisst ihr was? Das machen wir. Wir bringen jetzt dem Onkel von Bran. Bringen wir ein paar... Wie heißt es? Ein paar... Dieses Paprikasaatgut. Eigentlich wollte ich nochmal ins Krabbengeschäft. So, die Frage ist nur... Wie kann ich mit Bram sprechen, wenn der da jetzt irgendwie... Eis! Oh, super! So, Das sollte genug für drei Aussaaten sein. Vielen Dank! Ich mag es, solche Kleinigkeiten zu erledigen. Dann werde ich dich vielleicht öfters fragen. Kannst du mir dann beibringen, wie man kocht? Vielleicht. Hier, von meiner letzten Ernte. Oh, super. Du hast ein neues Rezept gelernt. Bratkartoffeln, das sind aber Pommes. Hey, Kleine, du hast hier nicht die ganze Zeit herumzulangen und nur die Leute zu belästigen. Aber das hier ist doch eine Strandbar. Das ist ein Strandetablissement. Aber alle nennen es nur die Strandbar. Takas Strandbar. Sie können es nennen, wie Sie wollen. Das hier ist mein Tempel. An diesem Ort geschieht kulinarische Magie. Kannst du mir diese Magie mal zeigen? Nein. Außer, wenn du meine Schülerin werden möchtest. Das geht? Ja. Aber zuerst musst du mir zeigen, was du drauf hast. Koch etwas für mich ohne Hilfe von anderen und bring es zu mir. Abgemacht. Ich werde dir einen Salat bringen. Wunderbar. Ich würde gerne mit Bram sprechen. Wie geht das? Geht gar nicht. Schade. Das ist ärgerlich. Na gut. Das ist aber schon mal super. Ja, sprechen. Warte mal. Der ist doch außerhalb, wenn das Restaurant zu hat, müsste der Bram eigentlich draußen am Strand stehen. Vielleicht kriegen wir das hin. Ansonsten, Tintenfass, mache weiter mit den Aufträgen von Go, No, Koa, Lizio, okay. Okay. Dann gehe ich doch zu Saimi jetzt. Und mal zu diesem, wie heißt der Typ, zu diesem Aquila. Warte mal, ich bin in der Nähe von Edegan, das bedeutet, die Villa liegt hier. Und dann kann ich einen Abstecher nach da oben machen. Zum Leuchtturm. Okay. Das ist schon mal super. Warum eigentlich nicht? Wunderbar. So. Haha, Blume. Mitnehmen. Psst, hat keiner gesehen. Was bringt dich hierher, Mädchen? Nichts Bestimmtes. Ich schaue mich nur auf der Insel um. Warum lebst du so weit weg von den anderen? Ich mag andere Menschen nicht allzu sehr. Hey, weißt du, wie man taucht? Na klar, ich bin eine Abenteurerin. Sehr gut. Laut meinen Notizen gibt es in der Nähe einen Graben, in dessen Tiefen ein vor langer Zeit versunkenes Boot zu finden ist. Könntest du für mich zum Wrack tauchen und mir dessen Fracht bringen? Was für eine Ladung? Ein Andenken. Ein Schmuckstück vom Meeresboden. Kommt sofort. Super. Würdest du mir irgendwas abkaufen? Oh, Brombeersaft willst du haben? Den kannst du natürlich gerne komplett haben, wenn dir der gefällt. Ist lecker, selbst gemacht. Wunderbar, das ist doch super. Die Frage ist nur, wie tauche ich?
Ein Schmuckstück aus dem Unterwassergraben. Die Frage ist nur, wie kann ich da tauchen? Muss ich dafür eine Taucherbrille holen? Oder kann die Koa das von alleine? So, die Handwerkstatt ist noch nicht ganz. Beziehungsweise ist scheinbar noch nicht offen. Na gut, dann möchte ich gerne zu Saimi. Aber nicht mit der Axt in der Hand. Das ist nicht nett. So, kann ich die hier schon abgrasen? Ich brauche einen besseren Hammer. Ich brauche einen besseren Hammer. Das geht. Ich nehme an, bei den anderen finde ich metallene Sachen. Silber und Gold ist wahrscheinlich. So, Saimi, ich habe was für dich. Ah, der Krankenwagen ist wieder unterwegs. Entschuldigung, ich würde ja gerne das Fenster zumachen, damit ihr sowas nicht hört. Das Problem ist allerdings, es ist heute so warm, generell, dass ich das leider nicht machen kann. Sonst würde der Krankenwagen mich abholen. Auf der anderen Seite, bei dieser Hitze kann ich mir gut vorstellen, dass es da einige Menschen gibt, die Probleme haben. So, was kann ich denn mit dir handeln? Du willst die Muscheln alle haben? Die Oma kriegt von uns die Muscheln. Alle, bis auf 5. Ich würde gerne immer so 5 Stück für mich behalten. Papier kannst du auch haben. So, eintreten. Nun haben wir alles, was wir brauchen. Diese Karte wird wunderschön werden. Aber, ich weiß nicht, wie genau die Karte sein wird. Es ist eine ganze Weile her, dass ich Mara mit dem Boot bereist habe. Ich weiß nicht, was auf See alles passiert ist. Zumindest in letzter Zeit. Stimmt etwas nicht? Ich spüre, dass der Wind sich gedreht hat, Koa. Ganz Mara scheint sich zu verändern. Und diese Karte ist vielleicht nicht vollständig. Mach dir keine Sorgen, Saimi. Ich kümmere mich darum. Ich werde sie mit meinen eigenen Notizen vervollständigen. Natürlich. Schau hier. Ich habe dir einen Bereich auf der Karte markiert. Dort ist ein winziger Unterwassergraben. Wenn du in ihn hineintauchst, wirst du eine Halskette finden, mit Sicherheit. Bring sie zurück zu mir. Ist sie wirklich wichtig? Diskutiere nicht mit mir, Kind. Zu Befehl. So, schwimmender Rucksack, Schwimmbrille. Super. Du kannst jetzt über das Hauptmenü die Karte von Mara öffnen. Ah. Karte, okay. Name. Ah, wunderbar. Supi. Das ist doch schön. Gut, wollen wir mal gucken. Ich würde gerne zurück nochmal. Ich glaube, ich übernachte im Hotel. Und dann kann ich am nächsten Tag schon mal anfangen und die Aufgaben übernehmen. Oh, wir müssen jetzt tauchen. Das wird schön. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dann wird unsere Folge aber auch gleich zu Ende sein. Das bedeutet, ihr müsst euch auf die nächste Folge gedulden. Ich versuche, so gut ich kann, jeden Tag eine Folge für euch hochzuladen und aufzunehmen. Allerdings kann ich das nicht immer versprechen, da ich ja auch, da ich das wie gesagt freiwillig mache und komplett alleine. Von daher ärgert euch nicht, wenn es mal passiert. Ah ne, ich wollte ja im Hotel übernachten. Wenn es mal passiert, dass meine Folge nicht, jeden Tag nicht, also wenn es mal ein paar Tage gibt, wo es keine Folge gibt. Aber ich denke mal, das ist alles soweit in Ordnung. So, wunderbar. Die Musik wird langsam ein bisschen lauter als gedacht. Aber das macht nichts. 18 Uhr. Was haben wir hier? Das ist ein ganz normales Haus. Okay. Ich muss sowieso nochmal nach Hause. Die Frage ist jetzt, wo ist das Hotel? Das habe ich jetzt ein bisschen vergessen. Ah, da hinten. Hier, genau. Hier ist der Marktplatz und da ist das Hotel. Macht Sinn natürlich, Hotel in der Nähe vom Marktplatz zu bauen. So, dann schlafen wir mal eine Runde. Bin ein bisschen früh ins Bett gegangen. Aber bei dem, was Sekoa an dem Tag alles erlebt hat und gemacht hat, ist das okay. Und ich würde sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Graf Wallner. Macht's gut und immer schön euer Gemüse aufessen. Es ist gesund und lecker.
Kack.